Dies ist die Geschichte eines Kriminellen, erzählt von ihm selbst, schonungslos in allen Details. Unter den ganzen Drogenbanden oder Kokainbanden gibt es kein Vertrauen. Das Vertrauen liegt ausschließlich nur im Geld. Ich würde mich selber nicht als Verräter bezeichnen, weil ich kann nicht loyal gegenüber Personen sein, die mir gegenüber illoyal sind. Für mich war das ein Auftrag. Mein Name ist Harry Machura, ich bin 31 Jahre alt, bin Computerhacker und habe für die Salafisten-Szene und die Kokainmafia gearbeitet. Harry Machura gehörte zu einer Drogengang, die 3 Tonnen Kokain nach Hamburg schmuggelte und damit richtig Kohle machte. Da hatte ich meinen ganzen Arm voller Geldbündel nur. Als IT-Spezialist verschlüsselte er die Laptops der Drogendealer, suchte mit Trojanern nach Verrätern. Er hatte den Spitznamen Techniker. Er war ein Mensch, der sich sehr gut mit IT-Technik auskannte. Das war sein Steckenpferd. Und er hat Kameras entwickelt, die eingesetzt wurden bei der Bergung des Kokains. Die Hamburger Bande kommunizierte über sogenannte Encrochat-Handys, die von Kriminellen genutzt wurden. Ungeschminkte Dialoge in einem mörderischen Business. Jemand muss bluten für diese Nummer. Es ist das WhatsApp für den Gangster. Harry Machura ist der erste Täter, der offen über den Messenger-Dienst der Unterwelt redet. Mein Encrochat-Name war king.com. Ich bin der König des Internets bzw. das Hacken und der IT-Sicherheit. Im Dezember 2020 fliegt die Drogenbande auf. Machura wird verhaftet. Im Gefängnis wechselt er die Seiten und packt aus. Gegen seine Bosse. Mit dem Staat kooperiert zu haben, war ein extrem komisches Gefühl und es war auch keine leichte Entscheidung. Doch das Kokain ist nur ein Teil von Machuras krimineller Karriere. Als Jugendlicher gehört er radikalen Islamisten an. Schon damals hat Spiegel TV ihn interviewt. Unser Ziel ist es, das sage ich auch klipp und klar, die Weltherrschaft, dass die Welt vom Islam regiert wird. Machura erstellt eine Internetseite, postet brutale Propagandavideos des Islamischen Staates. Ein Überzeugungstäter der Terrorszene. Er hat klar gesagt, dass man natürlich Ungläubigen den Kopf abschneiden könne. Und zwar gäbe es da auch die bestimmten Regeln. Also das Messer muss scharf sein, es darf nicht stumpf sein. Harry Machura, der Hacker der Bösen. Ein Leben für Koks und Allah. Erstmals und exklusiv nacherzählt bei Spiegel TV. Aufgewachsen ist Harry Machura in einer Hochhaussiedlung unter schwierigen Bedingungen. Mein Vater kann ich nicht wirklich beschreiben. Er ist seit meinem 2. Lebensjahr nicht mehr da gewesen. Also er hatte sich von meiner Mutter getrennt gehabt. Er hatte auch kein Interesse an seine Kinder gehabt, wollte den Kontakt auch zu seinen Kindern nicht. Hier, erster Stock hier. Da oben. Unsere Kindheit ist nicht gut verlaufen, weil wir halt auch sehr viel Zeit alleine mit uns selber verbracht haben. Meine Mutter war nicht viel da. Und wir haben halt überwiegend hier auf den Straßen gespielt, Blödsinn gemacht. Die Scheiße, die ich gebaut habe, waren halt Einbrüche, Diebstahl, Sachbeschädigung, haben Autos beschädigt. Wir haben Roller geklaut oder sind in Tankstellen eingebrochen. Ich kam immer regelmäßig mit der Polizei nach Hause, woraufhin meine Mutter dann auch sagte, dass ich nichts mehr zum Geburtstag bekomme, dass es Weihnachten auch abgehakt ist. Für Computer habe ich mich schon in sehr frühen Jahren interessiert. Und da fing es dann an, dass ich mich intensiver mit dem System auseinandergesetzt habe. Wie funktioniert ein Computer? Wie ist der aufgebaut? Wie entstehen Programme? Weshalb ich dann mit 13, 14 schon angefangen habe, Programmiersprachen zu lernen. Mit dem Hacken habe ich mich auch relativ früh auseinandergesetzt. Das fing damals an, als ich diverse Computerspiele gespielt habe.
ich denn die Internetseiten von anderen Mitgliedern gehackt habe. Durch sogenannte Exploits oder MySQL-Exploits. Das sind Lücken, die man ausnutzen kann, um die Internetseiten der Mitglieder zu übernehmen. Ich habe das gemacht, weil mich interessiert hat, ob ich das hinbekomme. Das war, glaube ich, auch die Neugier dahinter und auch das, was mich, ja, wo ich mich gefragt habe, schaffe ich das auch? Und dann kommt das Jahr 2009 und alles ändert sich. Zum Bösen. Mit 17 Jahren konvertiert Hari Mahura zum Islam, schließt sich der radikalen Salafisten-Szene an. Man konvertiert zum Islam, indem man ein Glaubensbekenntnis spricht. Das heißt auf Deutsch, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist. Im Arabischen heißt das Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hier war damals von uns unsere Moschee, wo ich mich auch überwiegend aufgehalten habe. Und hier habe ich mich auch sehr schnell sehr stark radikalisiert und bin auch sehr schnell in diese extremistische Schiene geraten. Wandert aus, wandert aus, Usbekistan, Afghanistan, wir kämpfen in Khorasan. Allahu Akbar. Ich bin in die Islamisten-Szene reingerutscht durch meinen Ex-Schwager, Vanada. Der hatte 2009 mich zu sich eingeladen und zu der Zeit war er schon in dem Bereich Salafismus aktiv. Nadahar bestreitet, Mahura in die islamistische Szene geholt zu haben. Mahura habe die Nähe zu ihm gesucht und sich später radikalen Islamisten zugewandt. Nadahar sei im Gefängnis nicht als radikaler Islamist eingestuft worden und habe präventiv eine erfolgreiche Deradikalisierungsmaßnahme durchlaufen. Mein Name ist Ulrich Kretzer, ich bin Journalist und habe in diesem Zusammenhang Hari Mahura dann kennengelernt. Hari war nach meinem Eindruck ein Mensch, der sehr stark nach Orientierung gesucht hat, dessen Leben ziemlich im Eimer war. Das hat er auch ganz klar gesagt. Ich habe Alkohol genommen, ich habe Drogen genommen. Und in dieser Situation suchte er nach meinem Eindruck Orientierung. Und der Islam oder vielmehr das, was Hari für den Islam hielt, tatsächlich war es ja die ganz radikale Spielart des dschihadistischen Salafismus, diese hat Hari diese Orientierung gegeben und vor allem hat ihm diese Ideologie etwas gegeben, was er, glaube ich, bis dahin nicht kennengelernt hatte, nämlich das Gefühl, auf der Gewinnerseite zu stehen. Man fängt an, die Scharia an sich als einzig wahres Rechtssystem zu empfinden. Und da fängt man dann an, das deutsche System abzulehnen und sich auch von der Gesellschaft immer mehr abzutrennen. Und das führt dann in eine Richtung, wo man sich in einer kompletten Bubble befindet. 2011 ist er fester Bestandteil der Hardcore-Salafisten-Szene. Und doch redet er, verdeckt mit Spiegel TV, über seine gefährlichen Fantasien. Ein 19-Jähriger, der dem deutschen Rechtsstaat den Rücken gekehrt hat. Unser Ziel ist es, das sage ich auch klipp und klar, die Weltherrschaft, dass die Welt vom Islam regiert wird. Und dass überall auf der Welt die Scharia herrscht. Das Gesetz von Allah, weil das ist das beste Gesetz für die Menschen. Der Grund, warum ich das Interview damals gegeben habe, war, weil ich eine Botschaft hatte. Diese extremen und radikalen Ansichten wollte ich in der Öffentlichkeit rechtfertigen. Das, was ich, woran ich glaube, was ich für richtig halte, will ich euch zeigen. Und was schon sehr, sehr absurd war und ziemlich blöd. Hari Mahura hat nicht nur radikal geredet, sondern auch gehandelt. Er programmiert die Internetseite Islamic Hacker Union, auf der er Videos der IS-Terroristen veröffentlicht.
Das war eine Internetseite, die Hari selbst gestaltet hat. Er hatte eine wahnsinnige Gabe, die hat er bis heute, ein ganz großes Talent für IT und hat das eben verbunden mit dieser Ideologie, die er neu für sich entdeckt hatte. Und dann hat er auf dieser Seite Terrorpropaganda verbreitet. Was mich an dem Islamischen Staat fasziniert hat, war, dass sie medial sehr präsent waren und dass sie sich als Retter des Islams ausgegeben haben. Doch irgendwann gerät er ins Visier der Ermittlungsbehörden. Mein Name ist Sarah Lampe, ich bin Kriminalpolizistin im Land Schleswig-Holstein. Hari Machura kenne ich aus einem Ermittlungsverfahren aus dem Jahr 2010, 2011. Das ist deswegen ein Fall für die Polizei geworden, weil der Islamische Staat im Irak und die Islamische Bewegung Usbekistan terroristische Vereinigungen sind. Und für diese Organisation darf man keine Werbung machen. Man darf denen kein Geld spenden, man darf deren Wege und deren Ziele nicht unterstützen und man darf nicht dafür werben, dass man sich diesen Vereinigungen anschließt. Also selbst das ist schon strafbar. Zu der Zeit hatte ich keine Skrupel, diese Videos zu publizieren, weil ich es als gerechtfertigt empfunden habe, westliche Personen oder Ungläubige insgesamt zu töten, sie zu bekämpfen. Es ist richtig, dass diese Personen hingerichtet werden. Und habe da auch in dieser Zeit keine Skrupel empfunden oder ähnliches. Polizei! 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 Im Juni 2011 wird Hari Machura verhaftet. Das Oberlandesgericht Schleswig verurteilt ihn wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zu 3 Jahren Haft. Im Gefängnis beginnt er, sich von der salafistischen Ideologie zu distanzieren. Kaum entlassen beginnt Teil 2 seiner Verbrecherlaufbahn im Kartell der Drogendealer. Moralisch geht es jetzt weiter abwärts. In diese Kokainbande bin ich reingerutscht durch Nara. Der hatte mich 2019 angerufen und hatte mich mal gefragt, ob ich für ihn Laptops verschlüsseln kann. Ich habe ein paar Laptops nur verschlüsselt und in 0,500 Euro verdient. Das war so der Eintritt in diese Kokainbande, weil darauf folgend wurde ich dann eingeladen, noch mehr zu machen. Nadahar teilt dazu mit, dass er sich an Details der Kontaktaufnahme im Jahr 2019 nicht erinnern kann. Bei der Verschlüsselung der Laptops sei es um Datenschutz gegangen. Hari ist vielleicht so ein etwas eigentümlicher Charakter. Einerseits ist er sehr konsequent und andererseits ist mein Eindruck schon, dass er auch sehr leicht manipulierbar ist. Das ist passiert, als er in die islamistische Szene reingerutscht ist, durch den Einfluss seines Schwagers damals. Und es ist offenbar auch passiert, als ihn dann wiederum sein Schwager in diese kriminelle Szene der Großdealer reingeführt hat. Und ich glaube, der Grund ist, dass Hari eben, wie eigentlich ja jeder Mensch natürlich, Anerkennung braucht und Anerkennung genießt. Mein Name ist Misch, ich bin Staatsanwalt in Hamburg und ich bin der Ermittlungsführer seit dem ersten Tag in diesem sogenannten Leercontainer-Verfahren. Hari hatte den Spitznamen Techniker und er war ein Mensch, der sich sehr gut mit IT-Technik auskannte. Das war sein Steckenpferd und er hat Kameras entwickelt, die eingesetzt wurden bei der Bergung des Kokains. Die Rollen innerhalb dieser Kokainbande waren so aufgeteilt, dass Memo der Kopf dieser Bande war. Memo ist eine Person, die, wenn ich ihn beschreiben würde, sehr narzisstisch ist, selbstverliebt, egoistisch, aber auch höchst manipulativ. Memo schreckt auf gar keinen Fall zurück vor Gewalt, selbst wenn dabei Waffen eingesetzt werden müssten. Er ist eine gefährliche Person. Von ihm sollte man auf jeden Fall sehr viel Abstand halten.
Ich schneide auch Köpfe ab und baller aus allen Rohren. Nara war für das Organisatorische zuständig. Das Organisieren von Lagerhallen, das Organisieren von Mitarbeitern. Bunker mussten organisiert werden. Ashraf Etz war der Hafenlogistiker im engeren Sinne. Er hat mal bei einem Tochterunternehmen der Hamburger Hafen- und Logistik AG gearbeitet, dort profunde Kenntnisse über die Vorgänge generell im Umgang mit Container halt erlangt. Er konnte sehen, welche Container ankommen, in welchem Abfertigungsprozess sie sind, ob sie gerade beim Zoll untersucht werden oder nicht. Er konnte all das sehen, weil er die Zugänge zu diesem Hafensystem hatte. Er konnte auch Daten verändern und dadurch bewirken, dass Container von einem instruierten Lkw-Fahrer herausgeholt werden konnten, um es mal flapsig auszudrücken, aus dem Terminal. Memo, Ashraf und Nada haben ihr Geld dadurch verdient, indem sie als Tür fungiert haben. Das bedeutet, dass sie dafür gesorgt haben, dass bei den Containern, die beladen waren mit Kokain, diese aus dem Hafen rausgeholt haben durch gefälschte Papiere. Dafür haben Memo, Nada und Ashraf entsprechende Prozente bekommen, sprich pro Container, den sie aus dem Hafen rausgeholt haben und das Kokain geborgen haben, haben sie zwischen 15-20% an Kokain erhalten. Es waren insgesamt 15 Containerfälle, die hier damit erst zur Last gelegt worden sind. Die Mengen pro Container, die waren sehr unterschiedlich. Die reichten von 16 Kilogramm bis über eine Tonne Kokain. Und insgesamt hat er 1,6 Millionen dadurch erzielt. Und das, was die ganze Gruppierung bekommen hat, ist natürlich noch größer gewesen. Ein Kilo Koks hat ihnen damals rund 30.000 Euro eingebracht. Es drehte sich alles nur ums Geld. Und wenn es kein Geld gab oder wenn Geld weggekommen ist, dann wurde man ganz schnell zum Feind oder man war nicht mehr, wenn man kein Geld eingebracht hat, dann war man auf einmal uninteressant. Memo hat Ashraf nicht vertraut, weil Ashraf auch mit anderen Parteien aus Drogenbanden oder Kokainbanden Geschäfte gemacht hat. Gleichzeitig waren natürlich diese Login-Daten zu diesen Hafensystemen eine Absicherung für Ashraf. Und ich sollte auf seinem Laptop einen Trojaner installieren im Auftrag von Memo, weil Memo unbedingt auch diese Daten haben wollte und er auch wissen wollte, was Ashraf an dem Computer macht. In dem Fall habe ich genutzt Poison Ivy, das kann ich einmal kurz zeigen. Und zwar, wenn man dann im Internet sucht Poison Ivy, dann findet man diverse Download-Seiten. Hier in dem Fall wird dann ja, beschrieben, was das für ein Trojaner-Baukasten ist, was man damit machen kann. Mit dem ist es halt dann möglich, den Opfer-PC, also dort, wo ich den Trojaner installiert habe, komplett zu überwachen. Man kann den Bildschirm mit einsehen, man kann die Webcam aktivieren, man kann das Getippte abgreifen. Ich habe ihn gesehen, wie er in einem Café sitzt. Ich konnte ja auch die Webcam einschalten. Saß er da, hat seinen Tee getrunken, seine Zigarette geraucht, war dann im Hafensystem eingeloggt. Das war mein Auftrag, den hatte ich erfüllt gehabt für Memo. Und ja. Die Hamburger Kokainbande kommuniziert über ganz spezielle Telefone miteinander, sogenannte EncroChat-Handys. Die Mobiltelefone wurden in Holland entwickelt. EncroChat war ein mobiles Telefon, das darauf ausgelegt war, verschlüsselt zu kommunizieren, dass Strafverfolgungsbehörden die Kommunikation nicht mitlesen können.
Geräte selber waren auch komplett verschlüsselt. EncroChat ist im Prinzip eine Kommunikationssoftware, eine spezielle. Um es mal verständlich zu machen, wie eine Boulevardzeitung mal getitelt hat, es ist das WhatsApp für den Gangster. Hab ganz frische Speed da. Encro-Handys hat man nur unter der Hand bekommen. Man musste schon Personen kennen, die diese Handys vertrieben haben, verkauft haben. In der Regel wurden sie halt aber eher in kriminellen Milieus verkauft. Bei den Encro-Chat-Kommunikationen ging es darum, Straftaten zu begehen. Und in diesen Chats wurde auch offen über Drogenhandel gesprochen, über Entführungen, Schießereien, Waffenhandel, Mord oder Mordpläne und Ähnlichem. Jemand muss bluten für diese Nummer. EncroChat war ein Handy, das geführt wurde wie ein Tagebuch für Gangster. Kartell hat mir Wort gegeben. Face to face. Gun to gun. Am 28. März 2020 kam ein Container mit einer Kokainbeiladung in Hamburg an. Der Container war mit Bananen beladen. In diesem Fall war es halt so, dass das Kokain in dem Boden des Containers versteckt gewesen ist. Und die Bodenplatte wurde halt aufgeschweißt. Das Dämmmaterial wurde in Südamerika rausgenommen. Stattdessen wurde Kokainblöcke angelegt. Er wurde dann von einem instruierten Lkw-Fahrer am Terminal abgeholt, nachdem zuvor die Vorgänge um die Abholung fingiert worden sind, dass der Lkw-Fahrer das halt abholen konnte. Der Container wurde zu einer Halle gebracht und dort wurde das Kokain geborgen. Hier haben wir die ganzen Bauteile und Geräte für die mobile Kamera, die ich damals auch in ähnlicher Weise hergestellt habe für Memo. Und dieser wollte halt die Bergung der Kokainpakete live überwachen können, um halt auch sicherzustellen, dass während der Bergung keine Kokainpakete geklaut werden oder verschwinden. Das ist quasi eine Lebensversicherung für die Gruppierung, die das Kokain rausholt, um, wenn nichts drin ist, wenn was schiefgelaufen ist, der Auftraggeberseite halt nachweisen zu können, dass nichts drin war. Das, was man sieht, ist, dass die Container entladen werden, wo dann palettenweise Bananen stehen. Also der wird der Container erstmal entladen und dann wird mit einer Flex der Boden aufgeflext. Und mit einem Gabelstapler dann die Bodenplatte angehoben. In der Regel sind das Kühlcontainer. Weil unten halt alles mit Styropor ausgelegt ist, ist es üblich bei Kühlcontainern. Und statt des Styropor ist dann da unter halt alles voller Kokainblöcke. Ne? Geht schwer raus. Die angesagten 381 Kilogramm Blöcke Kokain, die waren tatsächlich im Boden vorhanden. Dann ging es aber darum, halt das Kokain aufzuteilen. Und da fing es halt an. Das Kokain gehört einem Mann namens Murato aus den Niederlanden. Doch bei ihm kommt zu wenig Rauschgift an. Die EncroChat-Kommunikation zwischen Murato und der Hamburger Bande fällt der Polizei später in die Hände. Der Deal war 15%. Sie haben 30 genommen. Da fehlten dann halt aus Sicht der Auftraggeber, die angenommen hatten, sie hätten nur 15% der Gruppierung halt um Mehmet S. zugesagt, fehlten da halt gewisse Anteile halt von Kokain halt. Mein Mann schickt ein Team hin. Es war eine Gruppierung aus den Niederlanden und die haben eine Person aus ihren Reihen nach Hamburg geschickt, um die Dinge hier zu klären und die Person kam nicht alleine, sondern die hatte noch mindestens zwei weitere Personen im Gepäck. Und das sollen sogenannte Colis, auf Deutsch gesagt, Kolumbianer gewesen sein.
Die Kolumbianer aus Holland stellen der Hamburger Bande um Memo S. eine Falle. Sie bestellen 8 Kilogramm Kokain. Bei der Übergabe wird der Kurier gekidnappt. Der Überbringer, der wurde halt entführt und halt in eine Wohnung verbracht. Und das war das Druckmittel gegenüber Mehmet S. So eine Scheiße. Direkt gefickt. Aus Quickborn schickt Memo eine Nachricht an die Holländer. Schwört, dass er das Koks nicht geklaut hat. Die Antwort der Gegenseite: Also, wenn du kein Dieb bist, solltest du dich mit gewissen Leuten treffen und möglichst schnell die Sache klären. Bin soweit. Treffen. Altona. Die Auftraggeberseite. Die haben halt Leute geschickt, die sich dann mit Mehmet S. und die weiteren Begleitpersonen von Mehmet S. letztlich sich getroffen haben, um das halt zu klären. Nara, Memo und Kartellmitglieder aus Südamerika haben sich in einem Café getroffen. Also es gab dann auch eine körperliche Auseinandersetzung, ganz am Anfang, wo sie reingekommen sind in das Café. Die Situation war natürlich angespannt, sehr angespannt und so weiter. Und beide Gruppierungen hatten auch Waffen dabei. Digga, Wall of Film heute. Saß mit Kartell am Tisch. Hast du schon mal gesehen, dass 20 Leute auf Gesicht stehen und dann bricht Schlägerei aus? Für Nara war das schon sehr prägend. So, er selber kennt das ja auch nicht so, mit Kartell am Tisch zu sitzen. Voll bewaffnet. Wo es dann wirklich darum geht, wo eine Person entführt wurde. Ja, es war wie eine Fiktion für ihn, wie ein Traum. Jeder hat gezogen und auf die Kulis gezielt. Die sagen nur, Bro, Bro, relax. Digga, ich hab den fast erschossen. Die Atmosphäre soll ja doch dann relativ schnell sich entspannt haben, weil die Personen vor Ort halt sehr vernünftig halt und auch auf einer sachlichen Ebene miteinander zueinander gefunden haben und die Sache halt nicht weiter eskaliert ist. Dass aus dem Showdown keine Schießerei wird, ist Nada zu verdanken. Ich habe alle beruhigt auf Englisch. Sonst wäre Massengrab gewesen, Bro. Da hat man dann erstmal sich drauf verständigt, erstmal, dass man klärt, wer das Kokain geklaut hat. Als Memo und Nada später dann am Abend im Haus waren, wo ich dann auch angekommen bin, hatte Memo mich direkt aufgefordert, die Kameras auszuwerten. Woraufhin ich dann erstmal alle Personen identifizieren sollte, die auf den Aufnahmen zu sehen waren. Und da war dann halt eine Person albanischer Herkunft nach meinen Informationen, die das Kokain geklaut haben soll. Damit scheint der Schuldige gefunden. Der hat 57 Kilo geklaut. Jetzt geht es Zug um Zug. Memo bekommt seinen gekidnappten Kurier zurück. Der Junge kommt frei. Alhamdulillah. Die Gruppe aus den Niederlanden hat zugesagt, wir geben die Person frei. Und stattdessen helft ihr uns, die Person, die wir als den Übeltäter jetzt vermuten, also Herrn X, halt zu finden. Halt. Das war die Absprache. Er war von der Bildfläche verschwunden. Der wurde inzwischen festgenommen und das Verfahren läuft gegen ihn. Im Juni 2020 wird bekannt, dass die Polizei den EncroChat-Server in Frankreich geknackt hat. Damit fällt den Ermittlern das Innenleben der Unterwelt in die Hände. Ein Datenschatz aus Gangsterdialogen. An dem Tag, wo Encro geknackt worden ist, an dem Tag kann ich mich noch sehr genau erinnern. Das war bei Memo auch wieder zu Hause. Erstmal funktionierten die Encro-Geräte nicht wirklich. Man konnte keine Textnachrichten mehr schreiben. Und dann kam über den Supportdienst eine Mitteilung, dass die Handys nicht mehr sicher seien, dass man sie zerstören und wegschmeißen soll.
Da ist eine ziemliche Panik ausgebrochen. Es ist alles aufgeflogen, der gesamte Drogenhandel, wer daran beteiligt war und so weiter. Das Ermittlerherz hat sich gefreut, weil die Personen gar nicht befürchtet hatten seinerzeit, dass das mal in die falschen Hände aus ihrer Sicht gelangen könnte. Und sie haben sehr offen miteinander geredet. EncroChat hat uns jetzt einen verlässlichen Einblick in die Szene wirklich gegeben. Und man muss sagen, es ist halt noch schlimmer, als die Ermittler halt das für sich genommen schon angenommen hatten. Das ist dann schon eine Dimension halt, wo es einem ein bisschen graust. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich verhaftet werde. Deshalb sah ich für mich keinen Anlass, das Land zu verlassen, sondern weiter hier zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkt sind ihm die Ermittler jedoch bereits auf der Spur. Mitte 2020 lagen die Daten in Deutschland oder auch konkret in Hamburg vor. Sie wurden dann ausgewertet vom LKA. Die EncroChat-Auswertung, und das war dann halt die Grundlage für die Ermittlungsbehörden, also für die Staatsanwaltschaft dann, zu sagen, ja, wir haben jetzt genug, wir machen jetzt einen Deckel drauf auf das Verfahren und beantragen jetzt Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle. Am 15.12.2020 war der sogenannte Aufschlagtag. Da wurden die bestehenden Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. An diesem Morgen bekommen die Mitglieder der Hamburger Drogengang Besuch vom Rechtsstaat. Spiegel TV ist dabei. Hätten Sie das besser gelassen mit dem Kokain? Haben Sie ja hier EncroChat-Handy noch? Meine Verhaftung war relativ unspektakulär. So gegen Mittag wollte ich nach Edeka einkaufen gehen und da kamen mir schon zwei männliche Personen entgegen, wo ich mir erstmal nichts dabei gedacht habe, aber es war ein bisschen komisch, weil sie direkt auf mich zugekommen sind und ich habe versucht, ihnen ein bisschen vom Weg auszuweichen. Dann sind sie trotzdem weiter auf mich zugekommen und dann ging alles ganz schnell. Ne? Da wurde ich an die Wand gedrückt und wurde direkt gesagt, dass ich verhaftet werde. Doch einer fehlt, der Logistiker der Bande. Nader H. war am 15.12.2020 nicht greifbar. Nader ist schon ein paar Tage vorher ins Ausland geflüchtet. Ich dachte anfangs, dass er nach Montenegro flüchten würde. Wie sich aber dann später herausgestellt hat, wurde er halt auch in Budapest in Ungarn verhaftet, wo er sich für mehrere Monate aufgehalten hat. Während Naders Gangsterkarriere in Budapest vorbei ist, endet Harry Mahuras Reise im Untersuchungsgefängnis in Hamburg. Harry M. wollte unbedingt was sagen. Dann habe ich mich mit ihm und seinem Verteidiger seinerzeit getroffen. Mit dem Staat kooperiert zu haben, war ein extrem komisches Gefühl. Es war keine leichte Entscheidung. Das war nicht mal eben mit einem Fingerschnipsen, sondern das sehr wohl überlegt gemacht und es war auch eine erhebliche Hürde. Ich wurde während meiner Haft dann regelmäßig durch Beamte des LKAs abgeholt aus dem Gefängnis. Wurde dann ins Polizeipräsidium verbracht. Da wurde ich dann in einen Vernehmungsraum geführt mit zwei LKA-Beamten. Das lief dann mehrere Stunden pro Tag, circa insgesamt eine Woche, lief die Vernehmung. Ich habe mit Memo und mit Nader und mit der gesamten Kokainbande komplett gebrochen, weil die sich an Abstimmungen und Vereinbarungen nicht gehalten haben. Ich würde mich selber nicht als Verräter bezeichnen. Wenn jemand mir illoyal gegenüber ist, Vereinbarungen bricht, lügt, betrügt, sehe ich das nicht als Verrat, wenn ich in diesem Moment dann an mich denke. Für mich musste ich da auf jeden Fall eine Entscheidung treffen, nach meiner Verhaftung. Und die habe ich getroffen. Abgerechnet wird vor Gericht. Ende 2021 startet der Prozess gegen Harry Mahuras Ex-Kumpel.
Die Hauptverhandlung begann natürlich zunächst einmal mit dem üblichen Schauspiel, weil auch die Presse anwesend war. So ein bisschen Posen am Anfang. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Angst, ja. Ist aber auch, glaube ich, gesund, wenn man Angst hat. Ja, ich war extrem unter Stress und Anspannung. Während der Hauptverhandlung habe ich Memo mehrfach angeschaut. Ich habe auch alle anderen Mitangeklagten angeschaut. Für mich war das kein Hindernis oder ähnliches. Also ich habe mich für meine Sache auch nicht geschämt. Memo hat mehrmals, dann auch wenn er mich angeschaut hat, mit dem Kopf geschüttelt. Also selber hat er jetzt nichts gesagt. Aber man hat schon angesehen, dass er recht sauer war, ne? Mehmet S., Spitzname Memo, bekommt die volle Härte des Gesetzes zu spüren. Mehmet S. Punkt ist letztendlich zu 12 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, Herr Aschraf S. zu 10 Jahren. Und Herr Nader H. in einem gesonderten Verfahren zu 8 Jahren und 10 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Ob ich Rache fürchten muss, weiß ich nicht. Rechnen kann man immer damit. Aber ich sehe es auch nicht ein, ständig unter Angst zu leben. Also irgendwann ist man an ein Level gelangt, wo es, ja, wo man lernt, damit umzugehen. Auch Harry Machura wird verurteilt, ist aber momentan Freigänger. Ich wurde vom Landgericht verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten. Für mich selber, was ich sagen kann, ich habe durch die Haft gelernt. Und ich habe für mich meinen Weg gefunden. Deswegen denke ich, dass die Haft aktuell schon, ja, richtig war. Mein Leben ist sehr viel schief gelaufen und ich habe auch sicherlich meinen eigenen Anteil daran. Aber ich werde in Zukunft meine Fähigkeiten dafür einsetzen, sauberes Geld zu verdienen. Und mir ist es auch egal, was andere über mich denken. Es ist die Lebensbeichte eines Kriminellen, der alles falsch gemacht hat und der am Ende seiner schiefen Bahn möglicherweise einmal richtig abgebogen ist.